Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Ich packe meine Kiste, und zwar meine Umzugskiste. Damit Ihr nächster Umzug ganz entspannt verläuft, verrät Ihnen ein Profi, wie Sie Möbel, Geschirr und Co. richtig packen. Und der Küchenrevolutionär. Vor 9,5 Jahren hat Willy Bruckbauer den Dunstabzug in deutschen Küchen revolutioniert. Wir haben den Visionär getroffen und erfahren, wie alles angefangen hat. Liebe Zuschauer, wie oft sind Sie in Ihrem Leben bereits umgezogen? Ich zwischen 5 und 6 Mal, und man hatte immer wieder die gleichen Herausforderungen. Wohin mit den alten Möbeln und vor allem, wie werden die Kleinteile richtig verpackt, sodass es keine Schäden gibt? Und genau das wollen wir Ihnen heute zeigen bei Bauen und Wohnen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Haben auch Sie keine Lust mehr auf Ihr altes Bad? Die kleinen Fliesen nerven Sie und die Dusche ist quasi eine Stolperfalle. Wir zeigen Ihnen, was fliesentechnisch absolut in ist, und zeigen Ihnen auch eine Neuheit. Wenn Sie sich ein neues Bad einrichten wollen, stehen Sie irgendwann vor der Frage, welchen Wand- und Bodenbelag sollen Sie einbauen, vor allem für die Dusche. Gängig sind in feuchten Räumen Fliesen, diese gelten als hygienisch und lassen sich gut reinigen. Im Bad müssen Fliesen heute nicht mehr klein und offensichtlich verfugt sein, im Gegenteil. Also wir haben mittlerweile 1 Meter auf 3 Meter Fliesen, die 6 mm stark sind. Und die werden sehr gerne auch für Nassbereiche an die Wand genommen, weil der Fugenanteil einfach dann nicht da ist. Ja, man hat kaum Fuge, ist A, von der Pflege her viel besser, und B, das Bild wird nicht durch das Raster unterbrochen. Es sieht einfach großzügiger aus. Ja, wenn man eine Wand hat, die nicht größer ist als 1,50 Meter, mal 3 Meter, dann kann man diese durchaus mit der Fliese komplett abdecken. Mit den großen Fliesen lässt sich außerdem einfach eine Duschrinne einbauen. Durch die Duschrinne hat man den Vorteil, dass die Schwelle wegfällt, man eine schönere Optik im Bad hat und gleichzeitig auch ein altersgerechtes Bad. Fliesen gibt es also in allen Größen und Farben, und selbst ihre Oberflächen können über spezielle Fähigkeiten verfügen, durch eine sogenannte Aventuro Clean Veredelung. Also es hemmt die Bildung von Bakterien und Schimmel und erleichtert die Reinigung. Sie reinigt die Luft im Innenbereich. Man muss sich so vorstellen wie ein Blatt am Baum, und das allein nur durch Licht. Der Prozess wird Photokatalyse genannt und ähnlich der Photosynthese durch Lichteinstrahlung hervorgerufen. Er verwandelt Schadstoffmoleküle bei Berührung der Wand in ungiftige Salze, die einfach weggewischt werden können. Somit soll die Luft aktiv gereinigt werden. So können die Fliesen in Ihrem Bad sogar fast ohne Fugen auskommen und gesundheitsfördernde Eigenschaften besitzen. Kaum ist die Sonne da, zieht es uns auch wieder nach draußen auf die eigene Terrasse. Natürlich muss man in der Jahreszeit auch immer wieder mit Regen rechnen. Wer ein Terrassendach hat, der kann das ganze Jahr die Terrasse genießen. Eine typische Terrasse, wie viele sie kennen. Innerhalb von knapp 2 Tagen Montagezeit ist hier eine verglaste Terrassenüberdachung entstanden. Immer mehr Hausbesitzer entscheiden sich für die Möglichkeit, den Sommer ein wenig zu verlängern. Ein Terrassendach schützt zuverlässig vor Schmutz, Regen oder Hagel. Für Familie Simone haben vor allem die Kinder die Entscheidung beeinflusst. Die wollen ja immer raus oder grillen, und dann fängt es an zu regnen, dann müssen wir schnell rein, und deswegen eigentlich.
Mit einer Terrassenüberdachung kann 365 Tage im Jahr draußen gekocht oder gegrillt werden. Nicht nur im Sommer wird so der Wohnraum erweitert. Spezielles Material sorgt auch im Winter dafür, dass Schneelast nicht zum Problem wird. Wir haben Sicherheitsgläser hier drauf. Durch die Sicherheitsverglasung ist das auf jeden Fall gewährleistet, dass wir hier keine Brüche auf der Scheibe haben. Die ganzen Metallteile sind Aluminiumpulver beschichtet, somit habe ich keine Wartung an dem ganzen Terrassendach. Aufgrund der Traglast ist auch die Reinigung des Glasdachs möglich. Familie Simone hat sich für eine offene Variante entschieden. Wer seine Terrasse komplett als zusätzlichen Wohnraum nutzen will, für den gibt es zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten. Nachrüsten können wir im Prinzip alles. Wir können hier Seitenwände einsetzen, die entweder zum Schieben oder zum Falten sind. Auch nur mit Rollo kann man arbeiten. Es gibt Heizstrahler integriert in die Sparre oder Beleuchtung. Komplette Beschattung im senkrechten Bereich ist auch möglich. Also da habe ich viele Möglichkeiten. Es bleibt aber ein Kaltwintergarten. Der im Sommer bei Bedarf aber auch vor Sonne schützt. Markisen in allen Designs, welche automatisch bedient werden können, gehören zum Standard. Seit 5 Jahren wohnen die Simones in ihrem Haus. Und egal wie der Sommer in diesem Jahr aussieht, die Familie wird in jedem Fall viel Zeit draußen auf der Terrasse verbringen. Wer beim Umzug selbst anpackt oder gute Freunde hat, der spart natürlich viel Zeit und Geld. Trotzdem will ein Umzug gut geplant sein. Damit Ihr Umzug ein richtig guter Erfolg wird und nicht schief geht, haben wir nach einer kurzen Pause die besten Tipps für Sie. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Wer schon einmal einen Umzug hinter sich gebracht hat, der kennt das Dilemma mit dem Kistenpacken. Was gehört wo rein, was gehört zusammen und wie bleiben die Sachen vor allem ganz? Wir haben uns von einem Profi zeigen lassen, wie man die Kisten richtig packt. Zuallererst, um das einzelne Einpacken von Gläsern und Tellern kommt man nicht herum. Das ist unbedingt notwendig, damit das Geschirr nicht kaputt geht. Also jedes Glas sorgfältig einzeln verpacken und in der Umzugskiste verstauen. Dasselbe Spiel bei den Tellern. Die können allerdings gleich beim Verpacken gestapelt werden. Anschließend Füllmaterial, in unserem Fall Handtücher oder Kleidung, um das Geschirr legen für optimalen Halt. Und auch wenn Sie es vielleicht nicht glauben wollen, der Aufwand lohnt sich wirklich. Weil wenn was kaputt geht, nachher der Aufwand deutlich höher ist, als wenn man sich vorher ausreichend Zeit nimmt, um es richtig zu packen. Die Gründe sind vielfältig, warum das Menschen nicht machen in diesem Moment. Am ehesten trifft es zu, weil einfach der Zeitfaktor so immens gering ist, ja, dass die Menschen einfach zu kurz vorher beginnen, sich darüber Gedanken zu machen. Und dann fällt es oftmals hinten runter, anstatt sich da etwas mehr Zeit zu nehmen, um das richtige Verpackungsmaterial, jetzt in diesem Fall für die Gläser, zu verwenden, dass auch alles richtig und sauber und sicher ankommt. Am besten eignet sich übrigens sogenanntes Seidenpapier. Im Gegensatz zu Zeitungspapier hinterlässt es keine Druckerschwärze auf Glas oder Porzellan. Denn das muss beim Wiederauspacken ja auch nicht sein. Und im Studio begrüße ich jetzt Frank Abro von der Schwabenbox. Herzlich willkommen. Hallo Herr Baunach. Was muss ich bei Umzügen eigentlich besonders beachten? Ich habe immer das Gefühl, am Ende wird das immer richtig stressig. Ja, die meisten fangen viel zu spät an mit den Planungen. Und da ist einfach schon die Problematik da, dass der Stresspegel so stark steigt und man vergisst einfach die Hälfte. Ja, nämlich richtig zu planen, richtig zu packen und richtig vorzubereiten. Wie lange ist jetzt der Zeitraum, wo ich planen sollte? Bei einer Privatwohnung sprechen wir hier von 3 Monaten vorher und bei einem Firmenumzug. Ich glaube, die meisten fangen 2 Wochen vorher an zu planen. Ja, ja, da haben Sie recht. So 2 bis 3 Wochen vorher ist es oftmals der Fall, dass die Leute auf uns zukommen
und sagen, ich ziehe um, und da ist es meistens einfach schon zu spät. Jetzt habe ich ja nicht nur Kleinteile, sondern auch Schränke, Sofa und so weiter. Was ist jetzt einfacher zu transportieren? Die Couch, der Schrank oder Teller und Gläser? Ja, wichtig bei allem ist eins, dass Sie richtig verpacken. Ja, eine Couch braucht ein anderes Verpackungsmaterial als ein Glas. Und da passiert übrigens auch oftmals etwas, ne, wenn Sie das gleiche Verpackungsmaterial verwenden für eine Couch und, oder für einen Kleiderschrank, und schon ist das Malheur da. Es eignet sich hier einfach, wenn Sie wertvolles Mobiliar zu Hause stehen haben und es umziehen wollen, gehen Sie zu dem Hersteller oder zu dem Möbelhaus, wo Sie es gekauft haben. Die haben oftmals Verpackungsmaterial und sind hier sehr dankbar, wenn Sie sowas abgeben können. Und da haben Sie schon was dazu gewonnen. Ich glaube, bei Schränken verwendet man auch sehr oft Decken. Richtig, genau. Packdecken stellen wir auch zur Verfügung. Die schützen einerseits die Schränke und andererseits auch das Auto oder sonstige andere Gegenstände. Jetzt kann ich mich an meinen letzten Umzug erinnern. Das Chaos begann eigentlich, als es um Teller, Gläser, Tassen und so weiter ging. Wie packe ich die jetzt so ein, dass nichts kaputt geht? Ja, da passiert auch sehr viel. Ein Beispiel habe ich mitgebracht, das können wir uns mal anschauen. Nehmen Sie einfach ganz normales Packpapier, packen damit Ihre Gläser, achten Sie dabei auf Folgendes, was ganz arg wichtig ist, dass nichts passiert, nämlich, dass Sie die Gläser so positionieren, dass Freiräume entstehen. Diese Freiräume befüllen Sie einfach mit Waschlappen, mit Handtüchern, mit T-Shirts, wie ich das hier auch mit aufgebaut habe, weil die Sachen müssen Sie ja ohnehin mitnehmen. Und die sorgen dafür, dass Sie Pufferzonen haben und schützen Ihr Gut in der Box. Was ist jetzt der Vorteil von der Box im Vergleich zu einem Umzugskarton, wie wir ihn alle kennen? Ja, sie ist deutlich stabiler. Ihre Finger gelangen nicht in die Box und können beim Tragen beschädigt werden. Wir haben Komfortgriffe. Sie sind stapelbar. Locker können Sie 4, 5 Boxen übereinander stellen, diese auf unseren Transportrollwagen mit einem Finger quasi transportieren und müssen nicht alles tragen und schleppen. Wenn ich nochmal zum Umzug zurückkomme, ich habe ein Umzugsunternehmen, es geht etwas kaputt. Welche Ansprüche habe ich überhaupt? Ja, es setzt voraus, dass Sie als Umziehender, wie vorher schon erwähnt, richtig verpackt haben. Die Verpackung muss so sein, dass das Umzugsunternehmen ein ganz normales Bremsmanöver hinlegen kann. Ja? Wenn dabei schon was kaputt geht, hat man ein Problem. Ist aber das Umzugsunternehmen schuld, hat der Gesetzgeber da einiges auf den Weg gebracht. Das Ganze ist im Handelsgesetzbuch, genau gesagt in § 451 niedergeschrieben und besagt, dass Sie pro 1 Kubik Ladevolumen 620 Euro abgesichert sind. Okay. Ja, das bedeutet, wenn Sie einen Sessel haben mit den Maßen Länge 1 Meter, Breite 1 Meter, Höhe 1 Meter, haben Sie 1 Kubik, sind es 620 Euro. Wenn es darüber hinausgeht, ne, stelle ich mir vorher, Baunach, dass Sie einen deutlich teureren Sessel zu Hause haben, dann empfehle ich Ihnen natürlich vorher, diesen auch entsprechend abzusichern. Es wird gerade draußen Frühling. Gibt es besondere Umzugszeiten, dass man sagt, es ist besser im Sommer umzuziehen wie im Winter? Also es gibt geeignetere Zeiten und weniger geeignete. Es hat weniger mit den Jahreszeiten zu tun, sondern vielmehr mit dem persönlichen Umfeld eines jeden Einzelnen. Nämlich wenn Sie einen Arbeitsplatz haben, wo Sie schon heute wissen, er ist stressig zur Weihnachtszeit, dann eignet sich der Zeitraum überhaupt nicht für einen Umzug. Oder Beispiel, wenn Sie schulpflichtige Kinder haben und Sie ziehen gar in einen neuen Schulkreis, dann kann es durchaus sein, dass das Datum, an dem die Kinder dann dort in die Schule gehen dürfen, Ihr Umzugszeitraum auch sein wird. Wenn ich nochmal zum Umzug zurückkomme, wie viele Kisten brauche ich, damit ich jetzt sicher umziehe? Ja, sehr gute Frage. Hier entstehen auch oft Fehler. Also ich weiß, ich habe glaube ich 20 Kartons gekauft und 10 hatte ich danach übrig. Ja, es kommt darauf an, wie groß die Wohnung ist. Wenn Sie zu wenig Kartons haben, sorgt es dafür, dass Sie das Umzugsgut in der neuen Wohnung bereits ausschütten müssen, weil Sie haben keine Zeit, es ordnungsgemäß einzusortieren. Ich muss erstmal alles reinpressen. So, ja, genau. Und das sorgt dafür, dass Sie einfach Berge stapeln in der neuen Wohnung, das ist demotivierend. Wir empfehlen für eine Zweizimmerwohnung 40 Umzugsboxen, für eine Dreizimmerwohnung 60 und für ein Haus 100. Jetzt wird ja bei vielen Umzügen nicht alles in die neue Wohnung gebracht, sondern es werden auch Dinge gelagert. Ja. Ich erinnere mich jetzt daran, wenn man Kartons mal ein Vierteljahr in den Keller stellt, meistens fallen sie zusammen, man stapelt sie, alles hängt schräg, sie werden feucht. Teilweise kann man die Sachen innen drin auch wegwerfen nach einem halben Jahr. Was muss ich jetzt beim Lagern beachten? Ja, nehmen Sie stabile Boxen.
Ja, dann passiert Ihnen das nicht, was Sie gerade erzählt haben. Und sorgen Sie dafür, dass Sie es richtig verpacken. Das Thema hatten wir heute ja schon ein paar Mal. Und dann, wenn Sie es einlagern lassen, dann ist wichtig, dass Sie das, was Sie einlagern lassen wollen, auch anpassen an das Lager vor Ort. Ja? Es bringt Ihnen nichts, wenn Sie teures elektronisches Gerät haben, dieses einlagern wollen und wenn die Voraussetzung ist, dass es klimatisiert ist, aber das Lager dieses nicht hat, als Beispiel. Ja, Bro, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio und die ganzen Tipps zum Thema Umzug. Ich werde das auch berücksichtigen beim nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank auch. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann wollen wir Ihnen jemanden vorstellen, der das Leben eigentlich in der Küche revolutioniert hat und am Anfang, als er mit seiner Idee kam, haben ihn die größten Hersteller wieder vor die Tür gesetzt. Sein Name ist Willy Bruckbauer. Für was er steht, sehen Sie nach einer kurzen Pause. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Küchen sind das neue Statussymbol und der Mittelpunkt von Haus und Wohnung. Diese Worte stammen von Willy Bruckbauer, dem Erfinder, Visionär und dem Herz von Bora. Willy Bruckbauer weiß, worauf es bei Küchen ankommt, einen Lebensraum zu schaffen, der den Bedürfnissen der Menschen entgegenkommt. Claudia Ziedorn, Quirin Patzke und Florian Ruß haben ihn getroffen. Eine Idee ist immer dann erfolgreich, wenn die Zeit gekommen ist dafür. Und dann ist die Idee unheimlich kraftvoll. Ich habe mir ganz einfach immer schon Mühe gegeben in der Planung, um die Küche ein bisschen anders zu machen. Das Design muss attraktiver sein, die Funktion sollte etwas besser funktionieren. Man sollte vom Fenster kochen können, man sollte keinen Fremdkörper vorm Kopf haben. Das waren so meine Wünsche, meine Anforderungen, die der Kunde zum Schluss auch geliebt und honoriert hat. Bis Bora allerdings zur Erfolgsgeschichte wurde, gab es für Willy Bruckbauer einige Hürden zu überwinden. Ich musste das System mir vorstellen, ich hatte nicht das Kapital, um ein eigenes Hausgeräteunternehmen zu gründen. Und so bin ich eben zuerst bei der Bank vorstellig geworden. Die Bank hat das gleiche gemacht wie die Konzerne dann im zweiten Schritt. Sie hat geschaut, wie groß ist der Markt, hat festgestellt, es gibt keinen Markt für Lüftungstechnik nach unten. Und somit hat die Bank zuerst abgelehnt, ich stand alleine da. Und auch die Gespräche mit dem einen oder anderen Hausgerätekonzern verliefen in die gleiche Richtung. Denn wenn man sich am Markt eine Recherche gerufen hat, vor 10 Jahren circa, dann kam eben der Marktanteil von null raus. Und beim Marktanteil von null investiert man nicht. Und so stand ich wieder alleine da. Mit kleinem Startkapital sucht sich Willy Bruckbauer Partner und baut die ersten Dunstabzüge nach unten und verfolgt so seine Vision immer weiter. Das eine, was im Kopf passiert ist, ist schon viele Jahre vor Bora gekommen. Es gab ja bereits Systeme auf dem Markt, die nach unten abgezogen haben. Aber die waren entweder zu laut, die waren nicht effektiv genug, waren schwer einzubauen, schwer zu reinigen oder nicht flächenbündig einbaubar. Das heißt, ich war nie wirklich zufrieden damit. Und so bin ich relativ schnell auf die Idee gekommen, irgendwann mal ein eigenes System zu machen. Ich habe einfach mal diese Nachteile der bestehenden Systeme genommen und in Wünsche des Kunden umgebaut und den Kundennutzen somit umgesetzt. Und das Ergebnis ist Bora. Am Anfang belächelt verwenden die großen Unternehmen heute die Innovation von Bora. Willy Bruckbauer wurde vom Schreinermeister zum Küchenrevolutionär. Mein eigenes Kochverhalten verändert sich genauso wie das allgemeine Kochverhalten. Es gibt zwei ganz große Lager. Eine ist die Fastfood-Richtung, die ganz stark kommt. Das andere ist aber, dass man halt hochwertiger, schöner nach Ernährungsplan und ein bisschen auf das Essen aufpasst. Beide Formen, Fitnesstrends, Sporttrends sind ganz klar erkennbar. Und wenn ich mir schaue, wie einfach gutes Essen
zuzubereiten ist. Dahin geht, glaube ich, ein relativ großer Trend. Damit aus einer Idee eine Erfolgsgeschichte wird, braucht es Kreativität und den unbedingten Willen, dran zu bleiben. Ich habe irgendwo früh in meinem Leben schon gelernt, den Weg im Leben muss man alleine gehen. Und dann stand ich eben da ohne Bank, ohne einen Sponsor und habe dann versucht, auf kleine Wege mit kleinen Schritten eine Firma von null aufzubauen. Und ja, das ist 9,5 Jahre her. Ich fühle mich ein bisschen wie in einem Film und der Film ist eigentlich fertig. Das, was ich mir gewünscht habe, habe ich alles schon. Also ich bin eigentlich mit dem zufrieden, was ich mache. Und wenn es mir jeden Tag Spaß macht, in die Arbeit zu gehen, mir macht es tatsächlich Spaß. Ich muss mich nie quälen. Dann habe ich alles erreicht, was ich wollte. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass sich am Ende der Wille, etwas Neues zu erschaffen, doch durchsetzt. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder einschalten. Bei uns geht es noch weiter mit Inside IKEA Family. Viel Spaß! Die Gartentrends 2017. Die Gartensaison beginnt und wir sagen Ihnen, welche Farben Sie in diesem Frühjahr und Sommer unbedingt im Garten haben sollten und wie Ihre Pflanzen am besten blühen und gedeihen. Und Do-it-yourself Osterdeko. Neben dem klassischen Ostereierbemalen gibt es noch viele weitere Möglichkeiten für tolle Osterdeko. Unsere Expertin Silke Bentele zeigt die schönsten Do-it-yourself-Ideen. Bauen und Wohnen ab Montag, 3. April, 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Für dich, für mich, für alle. Inside IKEA Family wird Ihnen präsentiert von IKEA Ulm. Regelmäßig erscheinen bei IKEA Neuheiten, so auch 2017. Wir wollten wissen, wie die neuen Designs entstehen. Hier die Geschichte hinter dem Regal Eket. In ihrer Jugend zog die Produktentwicklerin Petra Kamari-Enderson häufig um. Oft richtete sie sich dann mit Angelkästen ein, die sie von ihrem Großvater bekommen hatte. Jahre später, beim Entwerfen der Eket-Aufbewahrungsmöbel, kamen ihr die Kästen wieder in den Sinn. Konnte Eket genauso vielseitig werden und dazu noch ein bisschen witzig verspielt? Der Grundsatz, nachdem IKEA neue Produkte entwickelt, gliedert sich in 5 Dimensionen. Zum einen Form, Funktion, Qualität, Nachhaltigkeit und das alles zu einem niedrigen Preis. Petra und ihr Team entwarfen Regale, Schubladen und Schränke in verschiedenen Farben und Formen. Alles lässt sich nach Wunsch kombinieren. Es ist ein modulares System, grundsätzlich bestehend aus Würfeln und rechteckigen Formen. Und es ist modern, hat klare Linien. Und der immense Vorteil dabei ist, dass es eine hohe Flexibilität und Variabilität bietet. Je nachdem, wo man wohnt, wie man wohnt, es ist für jeden Wohnraum eigentlich nützlich, sowohl für den Flur, fürs Wohnzimmer, auch das Badezimmer, wo auch immer man es einsetzen möchte. Wenn sich das Leben und der Bedarf verändern, einfach Teile wegnehmen, umstellen oder ergänzen. Es ist dafür gemacht, mit demjenigen, der es kauft oder der es kauft, umzuziehen. Und dadurch muss man das natürlich auch wieder zerlegen können. Es muss einfach sein, deswegen werden da keine Schrauben verwendet, nur für die Untergestelle. Ansonsten ist das einfach ein Stecksystem. Und wieder als flaches Paket zusammenlegen, ins Auto und damit umziehen. Für immer wieder neue Wohnideen.